Liebe Freunde, es ist mal wieder soweit. 2 Jahre nachdem der African Cup of Nations in Kamerun stattfand, und zwar im Jahre 2022, findet er in diesem Jahr 2024 in der Elfenbeinküste statt. Am 13. Januar findet das erste Spiel statt. Bevor ich auf die Gruppen und auf die Stadien eingehe, möchte ich euch zu dem Afrika Cup 2024 noch ein paar tolle Facts liefern. 2022, als der Africa Cup, im Englischen African Cup of Nations, in Kamerun stattfand, konnte sich den Titel Senegal holen. Ägypten ist der Rekordhalter, der Titelträger. Insgesamt gewann Ägypten 7-mal den African Cup of Nations. Das erste Mal war es 1957 und das letzte Mal 2010. Danach folgt gleich auf Platz 2 Kamerun mit 5 Titeln. Ein interessanter Fakt ist auch, dass Ägypten die meisten Afrika Cups ausgetragen hat seit 1959 und das letzte Mal 2019. Danach folgt Ghana, die den Afrika Cup 4-mal austragen dürften. Als Rekordspieler des African Cup of Nations gilt Rigobert Song mit 36 Einsätzen. Seit 2022 ist er nun Trainer der kamerunischen Nationalmannschaft. Kamerun behält aber auch den Rekordtorschützen des Afrika Cups, Samuel Eto'o. Er schoss 18 Tore in seiner Karriere im Afrika Cup. Er wurde Torschützenkönig im Jahre 2006 und 2008. Und seit 2021 ist er der Präsident des kamerunischen Fußballverbandes. Nun werfen wir einen Blick auf die Gruppen. In der Gruppe A, da findet sich dann als erstes die Elfenbeinküste mit Äquatorial Guinea, Guinea-Bissau und Nigeria wieder. Ich denke, die Favoriten hier sind klar, die Elfenbeinküste und Nigeria. Kommen wir weiter zur Gruppe B. Hier sind gesetzt Kap Verde, der Rekordhalter Ägypten, aber auch Ghana sind dabei und zu guter Letzt Mosambik. Hier sind die absoluten Favoriten auch Ägypten und Ghana. Auch die Gruppe C verspricht spannend zu werden. Hier sind Kamerun gesetzt, Gambia, Guinea und auch der Titelverteidiger von 2022, der Senegal. Der Trainer Rigobert Song hat unter anderem die Spieler Aboubakar von Beşiktaş Istanbul sowie Anguissa von Neapel nominiert und weitere Spieler für den African Cup of Nations 2024 nominiert. Die Gruppe E ist ebenfalls kein Zuckerschlecken. Hier sind Mali, Namibia, Südafrika und Tunesien gesetzt. Tunesien gilt hier als einer der Favoriten. In der letzten Gruppe, der Gruppe F, treffen die Demokratische Republik Kongo, Marokko, Tansania und Sambia aufeinander. Besonders wer hier den ersten und den zweiten Platz holt, das bleibt interessant. Als nächstes werfen wir einen Blick auf die Stadien, die als Austragungsorte des African Cup of Nations 2024 in der Elfenbeinküste gelten. Die Spiele werden in 6 Stadien ausgetragen. Alle Stadien sind dabei sozusagen niegelnagelneu. Sie wurden entweder saniert oder neu gebaut, damit man den Anforderungen der FIFA entspricht.